warum ist uns die Idee auf jeden Fall wichtig? Wir waren ja schon Teilnehmer auf der Hannover Messe Richtung Digital Factory. Ökosystem ist deshalb wichtig, weil wir immer mehr der Meinung sind, die Zeit für Alleingänge ist eigentlich vorbei. Es geht also darum, wie quasi Industrieunternehmen gemeinsam arbeiten mit Big Tech Companies und eben auch mit Partnern zusammenarbeiten. Und das Ganze ergibt ja das Ökosystem. Sprich, es bringt ein Unternehmen seine Domänenexpertise ein, seine Prozesskompetenz mit ein. Meistens auch eine spannende Sache Richtung Industrial IT, Industrial OT Knowledge, was Unternehmen mit reinbringen, was historisch gewachsen ist und da auch richtig liegt. Big Tech, was bringen wir mit ein als Microsoft an der Stelle? Wir haben natürlich mit Azure Lösungen, die wir an der Stelle sehen, die quasi genau in diese Geschäftsprozesse mit reinpassen und bringen quasi die gesamte Wertschöpfungskette mit, sei es IoT, Cloud oder AI an der Stelle. Und das Wichtigste ist, und das machen wir als Microsoft auch relativ durchgängig, in der ganzen Umsetzungsphase brauchen wir Partner, die quasi von der Strategie mit Strategieberatern, Realisierungsphase bis in den Betrieb gehen. Und darüber gruppiert sich auch für uns als Microsoft die Logik digitale Ökosysteme. Im nächsten Jahr wird die Hannover Messe ein großes Thema bespielen, das nennt sich Industrial Transformation. Wir selber replizieren sowohl auf der Hannover Messe dann dieses Thema, als auch jetzt im Forefront. Der heutige Tag heißt ja Manufacturing Industry Day, also auch uns ist im Prinzip im Fokus, wie sieht die Transformation über Produkte, Wertschöpfungsketten, Unternehmen und dann vor allem die Zusammenarbeitsform in digitalen Ökosystemen aus. Und genau dieses Thema greifen wir heute auf, haben mit der Hannover Messe vereinbart, dass die Hannover Messe uns hier begleitet und unterstützt. Und dann ab dem heutigen Industry Day Event werden wir nach vorne mit der Hannover Messe begleiten, und zwar mit unseren deutschen Kunden und weltweiten Kunden, die dann zu dem Industrial Transformation Thema wieder auf die Hannover Messe gehen. Wir werden technologisch einiges bespielen, was wir gerade auch auf der Ignite transportiert hatten, allen voran zu dem Thema AI. Das wird relativ dominant sein. Wir hatten es die letzten Jahre schon bespielt. Jetzt geht es darum, AI in den Kontext zu setzen, AI applied. Also wo gibt es wirklich erste Anwendungsfälle? Das wird ein ganz großes Thema sein. Wir werden dann weiter reingehen und werden wie jedes Jahr Industriekunden mit draufheben, aber immer mehr über den Kontext, wie sie über Wertschöpfungsketten zusammenarbeiten. Das wird ein ganz dominantes Thema sein. Und was wir festgestellt haben ist, es geht ja immer mehr darum, unsere Kunden zu befähigen, diese Lösungen umzusetzen. Das heißt, wir werden einen ganz starken Fokus auch legen Richtung Skilling, Training, Initiatives, die man bringen kann, um AI und deren Anwendungen auch wirklich bei den Mitarbeitern anzubringen.